Hello, can you speak English? Ja. Okay, dann hätte ich gern 3 Schokomilchshake, bitte. Small or big? Scherzvogel. Wer ist noch mal dieses Lied? AG ist eine Mathematik, du, AG ist eine Mathematik. Charlie is like a melody in my head, and I can't keep on coming singing like na 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 na. Hi, I'm Renata Bliss, and I'm your freestyle dance teacher. Bekomme ich ein Bueno? Ein Bueno? Ah, danke schön! 1 hour later. Hello. How are you? I'm okay. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim? Hello. How can I get to Taksim? I'm Taksim. Nasıl giderim diyor daya? Nasıl bilmiyorum. Meine Mutter ist immer auf dem Cheeseburger. Was? Wie eine Gurke, aber keiner will sie bei. Ich will auch nicht so viel ins Detail gehen, ich will einfach nur kurz und knapp sagen. Ja, was soll ich sagen? So. Baller meine Päckste, Texte für die Neider. Ja, komm mit Päckste, Lenz vom Designer. Wieder mal der beste, beste, bin geiler. Digga, ich denk, du denkst, es war einfach. Kommen alle bei Barbie, Leiter, geh ich hoch, aber Permiso war auch Fußballer. Los, Baller, wo sind deine Jungs? Wo? Ja, wahrscheinlich, oder? Gar nicht. Was machen wir? Das ist illegal. So, jetzt pass mal auf. Ihr bleibt jetzt hier stehen, ich rufe die Polizei. Ich rufe jetzt die Polizei. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich hab doch nichts gemacht. Das Beste? Das war, Leute, das war nur ein Spaß. Chicken, was ist denn jetzt los? Einfach so. Einfach aus dem Nix. Gibt's bei den Masken, die man tragen muss, eigentlich Einschränkungen? Ein UFO, ein Alien. Mir hilf, nein. Oh, du bleibst Scheitern. Was ist das? So habt ihr gezeigt euch in Zeiten von Corona, wie man notfalls seine Hände desinfiziert. Also, Sklöf. So, dann macht ihr erstmal so ein bisschen. Dann so, hier, Sklöf. Dann dieses. Dann diese, ganz wichtig. Ihr wisst, ohne diese geht nichts, alle. So, Fingernägel nochmal abchecken. Ey, was? Klopapier ist wieder da. Ole, ole. Das ist schon Foto, oder? Auf jetzt scheiß drauf. Klopapier ist wieder da. Ole, ole. Ole, schalala. Also, geht los. Danke euch. Schuhschnecke, wie geht's? Iria? Can you bring me some toilet paper? Ich glaube nicht daran, dass es wirklich Coronavirus gibt, weil das ist eher für mich so ein
politische Thema, dass Politiker viel da was machen, aber ich persönlich mache mir keine Sorgen da. Deswegen komme ich hier auch, um zu trainieren. Und er ist damit nicht allein. Die jungen Männer am Frankfurter Mainufer wollen nicht auf ihren Sport verzichten. Auch wenn das Trainieren an den Sportgeräten verboten ist. Was sollen wir sonst machen? Sporthallen sind eingefroren, alles, wir dürfen nirgendwo hin. Als die Polizei kommt, verschwinden die Sportler schnell von den Sportgeräten. Und die Polizei fährt jetzt immer mal wieder Streife. Aber es dauert nur wenige Sekunden, bis die Sportler wieder weiter trainieren. Die Bedrohung des Virus scheint für sie nicht real. Ja, also Corona hat Angst von mir, das kann ich wirklich sagen, Graf. Mehr kann ich nicht sagen, weil es ist ein Secret. Es ist kein Spaß. Manche glauben es einfach nicht, dass ich mal zum Neptun geflogen bin, also auf Neptun rauf, auf diesen Planeten. Aber ich komme aus einer Astronautenfamilie, deswegen habe ich auch diese NASA-Tasse. Also, ja, wir waren halt da ein bisschen, haben in so einem Glashaus gewohnt. Temperatur ging einfach gar nicht klar, deswegen wieder runter zur Erde. Du hast mit 20 Frauen Kontakt, ne? Mhm. Dich verlassen aber alle bis auf 9. Mit wie vielen Frauen hast du dann noch Kontakt? Mit den Mädchen, die mir immer treu geblieben sind, die immer stabil zu mir gewesen sind, so. Egal, was ich gemacht habe, die waren neben mir, so, hinter mir. 5 Euro, wenn du die nächsten 10 Minuten kein einziges englisches Wort benutzt. Easy. Bei diesem Turnier und weil wir unbekannt... Leute, jeder kennt das. Ihr seid ganz normal am Kacken und dann habt ihr auf einmal so Angst, dass so eine Wasserschlange oder so eine Kanalratte in euer Po-Loch kommt. So, dann ist das Schlimmste auch noch, wenn euer Po-Loch dann ein bisschen kitzelt. Und dann guckt ihr so aus Angst, ob da was ist, aber dann ist da gar nichts. Und dann realisiert ihr so, das war einfach nur der letzte Kackrest, der euer Po-Loch gestreichelt hat. Kennt ihr nicht? Bin ich der Einzige? Ich hatte eine Frage an euch beide. Ja. Nee, danke. Wohin sie weg? Hier die Frage. Wann haben Sie zum letzten Mal geweint? Oh, gestern. Gestern Abend. Warum? Oh. Weil ich dich gesehen habe. Oh! Sag mal, Julia, wie heißt dein Freund eigentlich noch? Oh, Mama, jetzt zum 5. Mal. Der heißt Oskar. Oh, das ist aber ein schöner Name. Oskar. Da bin ich aber mal auf ihn gespannt, wie der so ist. Oh, ich glaube, das ist er. Marotz auf jeden Fall, Verbund ist Donner, eine Dota, die Brille. Belly, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Ich will euch alle hören jetzt, alle zusammen! Ja, ja! Nein, mit aus mache ich mein Geld nicht, seid meine Geh mal zu den kleinen Jungen und sag, was machst du denn hier in der Stadt um die Uhrzeit? Hast du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht? Hör mal, Junge, was machst du denn um die Uhrzeit in der Stadt? Hast du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht, Junge? Nix, wieso? Ich frag ja nur. Wenn wir immer noch fragen dürfen. Im Erziehungsauftrag. Die sind fast auf den losgegangen. Die denken, das ist ein Sextäter. Fotografieren Sie mich? Das sind die neuen Schuhe. Ja, hier. Von Nike, die sind verboten vom Olympiakomitee, weil man mit diesen Schuhen, ich merk's schon, 5% schneller ist wie ein normaler Mensch. Wegen diesen Spikes und dem speziellen Design. Und da ist man so schnell und ich lauf schon. Yeah, 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 yeah. Ich höre dich nicht, Bro. Ich da. Oh mein Gott, sie nennt mich Bro, Hilfe. Sie nennt mich echt Bro. Was ist damit falsch? Wie soll ich dich nennen? Ja, Bro, so. Das ist ein bisschen komisch. Wie soll ich dich nennen? Ich kenne dich nicht. Ja, aber warum Bro dann?
Ey, Bitch, get the fuck out. Also wirklich, ich höre doch nicht diesem Bison dabei zu, wie er mich anguckt und sagt, warum nennst du mich Bro? Junge, danke so. Ey, Obama kennst du? Natürlich. Der hat sich zur Wahl gestellt hier in Deutschland für Präsidentschaft. Denkst du, er schafft es? Fair Fall, Obama ist ein Korrekter. Fair Fall, der wird es schaffen, ja, Mann. In Deutschland Präsident zu werden. Schafft, ja. Denkst du, schafft er die Wahl? Ja, ja, weil wir, ich weiß nicht, ob Obama ein Moslem ist. Kann sein, weil sein Name ist muslimisch. Abu Obama. Wir haben hier viele Muslime in dem Land und wir werden den auf jeden Fall wählen. Bist du dumm, oder? Angela Merkel, mach Shisha auf. Angela Merkel, du Fresse. Mach mal Shisha auf. Shisha soll auf sein. Shisha soll auf sein. Ich mag gerne Shisha.